Wurde bei dir eine manifeste Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert, dann hast du wahrscheinlich ein Rezept wie dieses erhalten. Um den Hormonmangel zu substituieren und die damit verbundenen Beschwerden zu lindern. Leider erlebe ich in meiner Schilddrüsensprechstunde immer wieder Patienten, die völlig unzureichend informiert sind darüber, zu welcher Tageszeit sie ihre Hormone überhaupt einnehmen sollen, womit sie sie auf keinen Fall kombinieren sollten und welche möglichen Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln bestehen. Das kann zu einer Unterdosierung oder einer Überdosierung führen, mit allen möglichen Folgen. In diesem Video möchte ich dir die wichtigsten Kriterien zu deiner Schilddrüsenhormoneinnahme erläutern, damit die Wirkung auch wirklich wunschgemäß stattfindet. Wenn du bereits Schilddrüsenhormone einnimmst, dann weißt du sicherlich, wie wichtig es ist, die Hormonspiegel im Blut regelmäßig zu messen und damit zu überprüfen, ob du, wie es so schön heißt, gut eingestellt bist. Diese Einstellung ist gar nicht so einfach, wie viele denken, denn sie hängt von sehr vielen Faktoren ab. Unsere Schilddrüse ist eingebettet in eine Hormonachse und in einen komplexen Regelkreis. Keine Sorge, ich möchte dich jetzt nicht mit endokrinologischem Fachwissen quälen, aber wenn du eine Grundvorstellung hast, was in deinem Körper passiert, wenn du Schilddrüsenhormone einnimmst, dann kannst du viel besser Verantwortung übernehmen und deinen persönlichen Beitrag zur Gesundheit leisten. Der oberste Boss in dieser Hormonachse ist der Hypothalamus im Zwischenhirn. Der regt wiederum die Hirnanhangdrüse, die Hypophyse, dazu an, TSH zu bilden. Das ist ein wichtiges Hormon, was auch in deinem Blut regelmäßig überprüft wird. Dieses TSH regt dann die Schilddrüse dazu an, Schilddrüsenhormone zu produzieren. Und die wichtigsten Schilddrüsenhormone sind T4, die inaktive Form, und T3, die aktive Form, die also ganz gezielt deinen Stoffwechsel ankurbelt. Wenn nun deine Schilddrüse erkrankt ist, zum Beispiel du hast eine Hashimoto-Thyreoiditis, dann kann es sein, dass dieses Organ verkleinert ist. Und es ist natürlich klar, wenn das Organ nur noch die Hälfte seiner Größe hat, kann es nicht mehr die volle Leistung bringen. Also, was machen wir? Wir substituieren Schilddrüsenhormone. Jetzt gibt es bei Schilddrüsenhormonen unterschiedliche Präparate. Es gibt Monopräparate, wie zum Beispiel das L-Thyroxin, was ich gerade vorstellte, oder Euthyrox als Beispiel, was nur das inaktive T4 beinhaltet. Dann gibt es auch Monopräparate wie Tybon, das nur T3 beinhaltet. Und es gibt Kombinationsprodukte von T4 und T3, wie zum Beispiel Prothyrit oder das immer populärer werdende NDT, also getrocknete Schilddrüsenextrakte, die enthalten dann T4 und T3. Und es gibt sogar auch noch T2 und T1, die wir jetzt mal außen vor lassen. Es ist schon ein großer Unterschied, was das Einnahmeschema angeht, ob du ein reines T4-Produkt nimmst oder ein T3-Produkt oder eine Kombination. T4 zum Beispiel hat eine lange Halbwertszeit, das heißt, der Wirkstoff steht noch lange Zeit zur Verfügung und deswegen kann dieses Produkt auch nur einmalig am Tag gegeben werden. Bei T3 rate ich davon häufig eher ab und splitte die Einnahme, weil die Halbwertszeit deutlich kürzer ist. Und wenn du jetzt morgens ein T3-Produkt zu dir nimmst, kann das sein, dass du in den ersten Stunden Zeichen einer Überfunktion hast und dann am Nachmittag eher Zeichen einer potenziellen Mangelversorgung. Wenn du also morgens und nachmittags durch eine gesplittete Einnahme von T3 eine Verteilung ermöglichst, wäre das natürlich von großem Nutzen und großem Vorteil. Wichtig ist, als Schlagwort, wir wollen bei allen Schilddrüsenhormonen, die wir einnehmen, die Bioverfügbarkeit maximieren. Also sicherstellen, dass das Hormon auch wirklich dort ankommt, wo es wirken soll. Und dazu können wir definitiv unseren Beitrag leisten. Die erste Frage, die wir in den Zusammenhang stellen wollen, ist, zu welcher Tageszeit sollte ich eigentlich mein Schilddrüsenhormon einnehmen? Die meisten Empfehlungen sind immer noch die Oldschool-Empfehlungen, nämlich 30 Minuten vor dem Frühstück, also auf nüchternen Magen. Das ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung, die sich auch über viele Jahrzehnte bewährt hat und die durchaus möglich ist. Mittlerweile hat man aber auch andere Einnahmeschemata überprüft, zum Beispiel tagsüber. Was wäre also, wenn wir 30 oder 60 Minuten vor einer anderen Hauptmahlzeit das Hormon einnehmen? Was wäre, wenn wir abendlich die Gabe haben, vor dem Schlafengehen beispielsweise? Und man hat festgestellt, dass in allen Fällen eine Wirksamkeit gegeben ist
und die abendliche Gabe sogar noch ein Tick wirksamer ist, ein Tick stärker ist wie die morgendliche Gabe. Es wird vermutet, dass die Resorption aus dem Magen-Darm-Trakt des Hormons, wenn wir es abends geben, etwas verzögerter erfolgt als morgens und deswegen möglicherweise die Wirksamkeit etwas stärker ist. Das heißt, wenn wir es abends geben und dann über Nacht wirken lassen, wird etwas mehr aufgenommen, als wenn wir es morgens nüchtern geben. Das sind also Möglichkeiten, die wir in Betracht ziehen sollten. Was auch sehr wichtig ist, ist die Frage zu beantworten, welche Lebensmittel ich auf keinen Fall kombinieren sollte, zeitnah sozusagen mit der Einnahme meines Schilddrüsenhormons. Und hierzu habe ich dir nun 7 ganz wichtige Punkte und Kriterien, Regeln können wir fast sagen, aufgestellt, an die du unbedingt denken solltest. Regel Nummer 1, du solltest die Einnahme deiner Schilddrüsenhormone immer zur gleichen Tageszeit praktizieren. Also nicht mal morgens, mal abends, mal nachmittags oder wo du sagst, naja, ich habe es heute gerade mal vergessen, dann nehme ich vielleicht später es nochmal ein oder ich habe die letzten 2 Tage keine Einnahme gehabt, dann verdopple ich mal die Einnahme. So etwas mag unser System überhaupt nicht und das kann dich ganz schön außer Balance bringen. Wenn du tatsächlich mal eine Einnahme vergessen hast, ist das in den meisten Fällen kein großes Problem, weil die vorherige Einnahme noch nachwirkt. Das kennst du auch am Untersuchungstag, wenn du deinen Blutspiegel misst, dann solltest du ja deine Schilddrüsenhormone an dem Morgen nicht einnehmen und auch das ist überhaupt kein Problem. Also nach Möglichkeit immer zur gleichen Tageszeit. Wenn du vor einer Mahlzeit das Schilddrüsenhormon zu dir nimmst, was ich grundsätzlich empfehle, dann empfehle ich, mindestens 60 Minuten Abstand einzuhalten. Es wird hier in Europa oft 30 Minuten angegeben, aber bei 60 Minuten hast du eine deutlich höhere Sicherheit, dass es nicht zu einer Resorptionseinschränkung kommt, weil die Nahrung, die du danach konsumierst, möglicherweise die Aufnahme des Schilddrüsenhormons verhindert oder zumindest einschränkt. Deswegen meine ganz klare Empfehlung aus 25 Jahren Praxiserfahrung, 60 Minuten mindestens Abstand vor einer Mahlzeit. Nimm bitte das Schilddrüsenhormon nur mit Wasser ein. Entweder lauwarmes Wasser, raumtemperiertes Wasser, nicht mit gekühltem Wasser und auch nicht mit ganz heißem Wasser. Das kann wiederum die Aufnahme verändern und beeinträchtigen. Bitte nicht mit Kaffee, nicht mit Schwarztee, nicht mit Grüntee, nicht mit Saft oder mit irgendwelchen anderen alkoholischen Getränken. Ich denke, da kommt keiner auf die Idee, aber wer weiß, man hat schon so einiges in der Praxis erlebt. Mindestens 120 Minuten Abstand solltest du halten, wenn du nach einer Mahlzeit dein Schilddrüsenhormon nimmst. Zum Beispiel, wenn du es vergessen hast oder wenn wir eine abendliche Einnahme haben. Das ist ja dann nach dem Abendessen. Ich empfehle dann wirklich erst vor dem Schlafen, vorausgesetzt, dass dein Abendessen mindestens 120 Minuten zurückliegt. Also mindestens 2 Stunden nach dem Abendessen. Und das setzt auch wieder voraus, dass das Abendessen möglichst leicht gewesen ist. Also nach einem schwer verdaulichen Grillabend zum Beispiel, um 21 Uhr noch, keine Ahnung, Fleisch auf dem Grill gelegt und noch verzehrt, dann um 23 Uhr gleich das Schilddrüsenhormon einzunehmen, würde die Resorption sicherlich beeinträchtigen. Also denke immer daran, ein leichtes Abendessen zu verzehren und mindestens 2 Stunden Abstand nach einem leichten Abendessen. Ist es ein schwereres Abendessen, empfehle ich sogar 4 Stunden Abstand einzuhalten. Wenn das dann sehr spät ist, kann es auch manchmal sein, dass es sogar klug ist, in der Nacht es einzunehmen. Also dann eventuell kurz den Wecker zu stellen und es dann eben zu verzehren bzw. einzunehmen. Ganz wichtig, der Abstand zu Kaffee, Grün- und Schwarztee. Bei Kaffee ist es wissenschaftlich eindeutig belegt, dass die Aufnahme reduziert wird. Bei Grün- und Schwarztee geht man davon aus, dass die Gerbstoffe eine Einschränkung bringen. Deswegen würde ich hier ganz klar davon abraten. Regel Nummer 5, bitte Abstand halten zu ballaststoffreicher Nahrung. Also zum Beispiel, wenn du auch Nahrungsergänzungsmittel mit Flohsamen zu dir nimmst, als Beispiel, ne? Je stärker die Ballaststoffe und konzentrierter die Ballaststoffe, desto wahrscheinlicher ist, dass sie auch bestimmte Arzneimittelwirkstoffe aufnehmen und damit die Resorption eingeschränkt wird. Regel Nummer 6, Abstand zu Sojaprodukten und zu Milchprodukten und vor allem zu kalziumhaltigen Lebensmitteln. Milchprodukte sind aber in diesem Zusammenhang ganz wichtig zu nennen. Hier unbedingt Abstand halten. Wenn wir von Abstand sprechen, meine ich auch wieder minimal 2 Stunden, besser 4 Stunden. Wenn du es morgens nüchtern nimmst, ist es also wichtig, dass du überprüfst, wann du gegebenenfalls Kaffee zu dir nimmst mit Milch. Also hier wirklich einen Abstand zu kreieren, weil Milch die Aufnahme von Schilddrüsenhormonen beeinträchtigen kann. Du siehst also, es ist schon etwas komplexer, als viele denken und viele meiner Patienten schlucken Schilddrüsenhormone und wundern sich, warum die gewünschte Wirkung ausbleibt.
Zum Beispiel, warum das TSH dann nicht so entsprechend sinkt, wie man sich das wünscht von einer Hormonsubstitution, die regelrecht funktioniert. Oder auch, warum vielleicht die subjektive Beschwerdelage sich nicht bessert. Zum Beispiel, warum dein Körpergewicht nicht abgebaut wird, also du nicht in die Gewichtsreduktion kommst. Oder warum du immer noch so viel Kälteempfinden hast, immer noch keine Temperatur im Körper entsteht. Oder warum du vielleicht noch nicht die Energie bekommst, die du dir wünschst, weil ja die Unterfunktion oft mit Müdigkeit, Schlappheit, Energielosigkeit einhergeht. Das kann auch daran liegen, dass deine Einnahme zwar richtig dosiert ist, aber zum falschen Zeitpunkt oder falsch kombiniert aufgenommen wird. Und das wäre natürlich sehr schade. Regel Nummer 7, Abstand zu Arzneimitteln, wie zum Beispiel Antazida. Von denen weiß man es definitiv, ne, die sogenannten Protonenpumpenhemmer. Also wenn du Arzneimittel gegen Magensäure bekommst. Die sollten unbedingt getrennt genommen werden. Also am besten, dass du sagst, ich habe mehrere Stunden Abstand dazu. Gegebenenfalls, wenn du die morgens nimmst, dass du sagst, abends habe ich dann meine Schilddrüsengabe. Also hier muss genau abgewogen werden. Es gibt auch noch andere Arzneimittel, die ich jetzt hier nicht aufliste, weil das würde zu weit führen. Da solltest du unbedingt den verordnenden Arzt danach fragen. Oder ich stehe dir natürlich auch bei uns in der Praxis jederzeit zur Verfügung in unserer Schilddrüsen-Sprechstunde. Grundsätzlich gelten auch Produkte, in denen viel Kalzium enthalten ist, Magnesium, auch Zink und eisenhaltige Präparate als potenziell aufnahmereduzierend für Schilddrüsenhormone. Denke also daran, dass du selber deinen Beitrag leisten kannst. Grundsätzlich ist aber natürlich wichtig, dass jeder ganz einzigartig ist und wir auch immer ganz individuell schauen müssen, wie deine Lebensumstände sind. Das heißt also, wann passt es wirklich? Was ist realistisch? Zu welcher Tageszeit kannst du auch wirklich kontinuierlich dein Medikament einnehmen? Es macht ja keinen Sinn, eine Uhrzeit zu definieren, die du dreimal die Woche vergisst, wo wir dann immer wieder nachholen müssen und damit das System sehr schnell durcheinander bringen können. Gerade bei höheren Hormongaben ist also diese Einstellung ganz besonders wichtig. Wenn du jetzt eine L-Thyroxin 25 nimmst, ist, sagen wir mal, eine gewisse Variabilität in der Einnahme kaum merkbar. Wenn du aber deine Schilddrüse entfernt bekommen hast und nimmst vielleicht eine L-Thyroxin 150, da sieht die Welt schon ganz anders aus. Wenn du kombinierst, was ich persönlich sehr, sehr gerne tue und auch meistens bevorzuge, das heißt ein T4-Produkt wie L-Thyroxin mit zum Beispiel einem getrockneten Schilddrüsenextrakt, in dem auch T3 enthalten ist, dann kann man auch über das Splitting nachdenken. Das eine Produkt morgens, das andere Produkt abends. Am Ende geht es darum, dass du eine bestmögliche Schilddrüsenfunktion erreichst und vor allem, dass es dir subjektiv wieder besser geht. Und genau da klaffen oft Lücken. Ich erlebe es jeden Tag in der Praxis, dass zwischen den scheinbar guten Hormonspiegeln und dem subjektiven Befinden einfach riesige Unterschiede bestehen. Und dann hörst du dann vom Endokrinologen oder von deinem Facharzt, ja, bei Ihnen ist eigentlich alles gut eingestellt. Wenn Sie immer noch Probleme haben, dann gehen Sie mal zum Psychologen. Und diese Aussage ist absolut falsch. Ja, hier müssen wir ganz genau schauen, ob die Umwandlung von T4 in T3 adäquat erfolgt, ob tatsächlich die Bioverfügbarkeit maximiert wurde. Und die Laborwerte spiegeln nicht immer dein persönliches Befinden wider. Beides ist wichtig, aber an erster Stelle steht natürlich dein persönlicher Zustand. Deswegen braucht es auch eine individuelle Beratung, gerade im Hinblick auf die optimale Einnahmezeit, einmalig, splittend, womit kombinierend. Gerade wenn du noch andere Arzneimittel einnehmen musst aufgrund anderer Krankheitsbilder oder wenn du eine Fülle an Nahrungsergänzungsmitteln zu dir nimmst, auch da müssen wir jedes Mittel prüfen und schauen, wie kann das Einnahmeschema optimiert werden, um eben die Wirkung sicherzustellen. Damit am Ende deine Schilddrüse tatsächlich so schön arbeitet wie dieser wundervolle Schmetterling. In diesem Kontext wünsche ich dir natürlich alles Gute für deine Gesundheit und bis ganz bald.